Hausleiten, erster Schulbiokopierer im Einsatz. Die Lage war dramatisch. So der Hausleitner Bürgermeister Hans Überall. Die Schüleranzahl drohte in diesem Schuljahr die kritische 100er-Marke zu unterschreiten. Mit einer sensationellen Lösung gegen die Schulmisere konnte die Niederösterreichische Fachhochschule für Bioenergetik gewonnen werden. Diese entwickelte einen sogenannten Biokopierer, der es ermöglicht, Schülerinnen und Schüler auf Knopfdruck zu kopieren. Professor Dr. Dracul Frankenstein von der Fachhochschule für Bioenergetik. Die kopierten Kinder haben eine eigene Persönlichkeit, genauso wie eine einständige DNA.